Aber ja, die Schweiz hat anscheinend keinen. Wie sollst du jetzt ohne KFC leben? Ich kaufe Entenbrustfilet, paniere das Ganze, frittiere das Ganze und lecker. Aber das ist ein KFC. Ich brenne mit so einem Brenneisen KFC rein. Oder ich nenne mich um zu KFC. Kentucky Fried Man, Fried Menu. Da wär's ja nicht KFC. Doof. Die Bilder werden hier nur reingeschickt, um Alufe zu verstören, okay. Ich bin dagegen immun. Ich habe einen Freund, der Furry ist. Schickt mir regelmäßig solchen Scheiß. Und nicht immer so zahm. Nicht immer so zahm oder nicht immer zahm? Nicht immer so zahm wie das Bild, das hier reingeschickt wurde. Das macht natürlich Sinn. Cool, ich habe wieder 66 Dollar. Ich möchte auch 66 Dollar haben. Du hast doch bestimmt 66 Franken. 20 Pfund heute bei aufräumen. Aber ich glaube, das habe ich schon erwähnt. Ist der? Gut, Funkturm aktiviert, 500 XP. Warum schreien die Penner immer so viel rum? Dann aufhören rumzuschreien. Meiner zum Hals. Das ist ein kreativer Name. Hey, ich bekomme noch mehr Beileid, das finde ich nice. Ich sollte öfters bei dir hier Co-Kommentator spielen. Erst weil du an 7 leidest, dann weil du kein KFC hast. Also die Leute sind super nett. Also nee, ich glaube, er meint nicht wegen KFC, sondern weil ein Kumpel von mir Furry ist und mir hin und wieder Furry-Porn schickt. Ist es der, an den ich denke? Sollte der sein, ja. Der Typ, der immer sogar mit Siri redet und nicht mit Cortana rede. Ja, ich glaube, das war der. Krass. Jetzt kann ich den lieber anschauen. Ja, ich wollte gerade sagen, keine Angst, das musst du auch so bald nicht, schätze ich mal. Ja, hallo, ne? Ich hasse dieses Spiel, ich hasse dieses Spiel. Ich muss weggefahren, ich hasse dieses Spiel. Wieso muss ich das machen? Fix ja auch mehr. Weil du nicht gut genug bist. Ich hab einen Platten Reifen, ich hab. Wir kommen aus Westen! Mach mich nur gut, keine Ahnung. Ich will besser, wenn ich überhaupt eine Tür erscheinen hätte. Nee, ich meine. Oh, schau mal! Dort bekommt jemand einen Führerschein. Okay. Bekommt, in Anführungszeichen, macht einen Führerschein. Bekommt. Dort leistet sich das. Ja, genau. Und ich sitze hier so. Naja. Weiß ja nicht und so. Ja, was packen wir es? Würde ich schon gerne, aber. Hast du Benzin im Blut?
Jetzt das mache ich. Führerschein, sehr schön. Führer. Achso, zum Einsteigen kriege ich also keine extra Zeit. Cool. Autorennen! Bald habe ich ein ganzes Kartenset, ja. Puppetschip den verkaufen in den ersten Punkt. Das darf man ja auf befestigten Straßen, also ja, zu befestigten Straßen als hin. Aber man darf auf Straßen fahren, das ist voll cool. Langweilig so. Los, schäffelt einen Berg hoch und runter. Hoffentlich war das. Das macht Spaß. Was ist denn das Spaß? Weil es Spaß macht. Wow. Überall dummes Feuer, genau so sieht's aus. Und runter von der Straße, ich hab's gerade. Perfekt! Das war. Wer ist genug? Lass mich ans Steuer. Theoretisch müsste ich Experte schaffen. Theoretisch. Eigentlich. Willst du mal nicht gehen? Richtig, Mann. Klingt spaßig. Wie bist du am Lenkrad? So. Ich pack das. Alles easy. Das. Das ist natürlich so ein bisschen Zeitdruck da, aber wenn ich da an dem einen Eck nicht wieder einen Unfall baue, dann sollte ich es haben. Ist doch unnötig, dass du zuerst einsteigen kannst und geht. Ja, die Far Cry 4 sitzt doch schon im Fahrzeug. Wieso drücke ich jetzt die Bremse? Ihr behinderten Mongos! Die Bewohner sind solche dumme Lutscher! Schnauze! Hol dir deine Hilfe woanders! Wahnsinn! Boah! Du hast gewonnen, $250. Danke. So, schön, das hätte ich abgeschlossen. Habe ich extra meinen besten Schlüssel dafür verwendet. Quads! Quads wurden von den Freizeitsport importiert. Piraten mögen es extrem in ihrer Freizeit. Du weißt schon, wie die Perser, Texaner und die Bewohner von Brandenburg. Okay, das akzeptiere ich jetzt einfach. Ich weiß nicht, kennst du einen Bewohner von Brandenburg? Ich? Nicht wirklich. Wir sind in einer halben Minute da. Wieso wollen die Typen immer noch Verstärkung? Da mache ich halt was anderes. Wird die Verstärkung immer noch angezeigt. Cool. Dann kralle ich mir die Tankstelle dort, warum auch immer die in Außenposten ist. Warum nicht Nürnberg? Weil Nürnberg
halt Nürnberg und nicht Brandenburg. Beste Erklärung überhaupt. Und ich steige jetzt in einen LKW, denn diese alten LKW wurden hergebracht, um Ausrüstung für die Phosphorminen zu transportieren. Jetzt dienen sie den Rakyat als Truppentransporter. Wir legen wirklich Wert auf Recycling hier auf Rook Island. Zieh dir nur die Leichen in den Komposthaufen an. Jeder kleine Schritt hilft. Oh wow. Das ist ziemlich der mieseste Beitrag, den ich hier ausgelegt habe. Das ist die Verstärkung bei der Kosten. Mitten in der Straße parken, check. Wo muss ich hin? Nächste links und dann diese komische Kreis da. Also das wird hier noch keine Navigation haben. Yes. GPS-Karten-Zeugs. Ja, normalerweise hat man auf seinem GPS in Far Cry 4 nämlich immer einen Weg angezeigt bekommen. Far Cry 3 ist halt der Vorgänger. Ne, eben, kann man sagen, ne? Also, das ist da eben noch nicht der Fall. Das ist eine Verbesserung, die in Far Cry 4 deutlich angenehmer ist. Far Cry 3 hat die halt noch nicht. Das ist ein Nachteil daran, dass das Spiel super alt ist, im Vergleich. Also was heißt super alt? Es kam gegen Ende 2012, Far Cry 4 ist von Ende 2014. Das ist beide nicht super alt. Aber wie gesagt, meiner Meinung nach ist Far Cry 4 der bessere Teil. Solche kleinen Komfortsachen sind natürlich Teil davon, warum ich das denke. Es sind zwar halt wirklich nur kleine Komfortsachen, aber immerhin. Kommt halt noch die Story dazu, die meiner Meinung nach geil geworden ist. Vier Scharfschützen. An einem Außenposten. Die sind paranoid. Verdammt paranoid. Ich muss da weg. Sonst finden die Pimmel mich. Ich beneidige die Piraten sehr, sehr gern. Wie tankt man? Gar nicht. Tanken ist einfach nur eine Illusion. Irgendjemand ist gestorben. Würde mich jetzt interessiert, warum? Sonst nur irgendjemand ist. Das war einer von den Gegnern, also ist mir ziemlich recht. Down.
Gut, dann wollen wir Außenposten. Einer von vielen. Ja, um genau zu sein, die Nummer 11 von insgesamt 34. Das ist was mir persönlich eigentlich sogar relativ gut gefällt. Von mir aus hätte auch Far Cry 4 noch mal ein paar mehr Außenposten haben können. Beziehungsweise eine bisschen größere Map haben können. Ist die Rakete am Gefecht da drüben gewonnen? Ohne mich? Hühner! Wo muss ich hin? So, draußen wird geböllert. Überraschenderweise ist es Mitternacht. Naja. Warum denn bei dir? Der Außenposten ist unser, aber wenn du uns wirklich helfen willst, zieh dir an, was an den Aushangtafeln hängt. Wirklich wegen scheiß Geburtstag. Naja, machen die schon. Ja. Schaut ja sowieso keiner auf die Gesetze. Hier auf einem Dorf. Was sind Gesetze? Ich weiß es nicht, ich wohne auf dem Dorf. Sagt immer mal, die sollen helfen, die Bundesrepublik zu sicher zu halten. Aber hier, das Dorf interessiert ja eh keinen. Die Dingos of Rook sind Hunden ähnlicher als ihre westlichen Artgenossen und dennoch im Herzen echte Dingos, etwa wie geläuterte Verbrecher oder Vegetarier. Okay. Dieser Schütze, was? Vegetarier. Seid ihr bescheuert? Die Rakjat geben nie auf. Geh mich nach. Die hätten mich gerade fast in die Luft gejagt. Ich werde dir zeigen, wie ein echter Krieger kämpft. Ohne Witz. Wenn die es noch einmal bringen, richte ich die allesamt hin. Alter. Mein Bruder? Mein Freund? Mit Citras Hilfe werden die Piraten alle verrecken. Boah, ohne Witz. Ich kann mich heilen. Brauch's ja, weil mich so spastisch fast in die Luft gejagt hätten. Gut, ein 2,5 Stunden Stream schon wieder. Bruder? Nicht lang genug. Für heute schon, würde ich behaupten. Vor allem, wenn man fast in die Luft gejagt wird. Solange es nur fast ist, dann bitte. Also, es muss nicht übertreiben. Ja, natürlich nicht, aber. Nun ja, wir haben heute schon so viel philosophiert. Ja, das. Ich war heute total gesprächig hier und war sicher der spannendste Co-Moderator, den du jemals hattest. Findest du auch? Finde ich gut. Ja, auf jeden Fall, ich weiß das. Ich schaue jeden einzelnen deiner Streams und so, oder? Darum weiß ich sowas. Finde ich gut. Ich werde auch langsam müde. Das ist das Problem. Ah. Aha. An dem liegt's also. Wenn ich müde werde, dann spiele ich schlecht. Nur wenn du müde bist. Mhm. Natürlich, nur wenn ich müde bin. Bin ich ja der Profi in allem. Naja.
irgendeiner von den Prüfungen hier war ich die Nummer. Ich weiß noch nicht, welcher. Ah, in der. Ihr habt die Prüfung immer blöd gefunden, irgendwie. Nicht im Sinne von schlechte Idee, aber ich fand es einfach doof. Ich mochte es nicht. Man wusste es nicht mögen. Keine Ahnung. Also, was? Was sie heute wohl kocht? Was sie heute wohl kocht? Nee. Wie es wohl schmeckt, frage ich mich. Wie es wohl schmeckt. Ja, wie es wohl schmeckt. Ich habe ja noch Bock auf McDonald's. Solltest du zu McDonald's gehen? Ja, ich glaube nicht, dass man die Zeit offen hat. Ah, ja, also bei uns hätten die offen. Ich glaube bei uns nicht. Ach ja, das finden wir in der nächsten Episode von Far Cry 3 heraus. Ob der noch offen hatte oder nicht. Gut, dann wünsche ich euch allen eine gute Nacht und möchtest du noch irgendwas Abschließendes sagen? Das, was er gesagt hat. Finde ich gut. Ja, also, ich auch. Gute Nacht, Leute. Vergesst nicht, euch anzuschnallen. Das ist wichtig.